2012 singt sich Joey Heindle in der Castingshow Deutschland sucht den Superstar in die Herzen der Fans. Zwar siegt ein anderer, doch Joey wird Publikumsliebling, gewinnt 2013 sogar das Dschungelcamp. Millionen Fans verfolgen seitdem nicht nur seine Karriere, sondern jetzt auch sein privates Liebesaus. Ich und meine Liebe, Justine, haben uns getrennt. War für beide nicht einfach. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Rückblick. Im Mai 2017 heiraten Joey und Justine. Sie übertragen die Hochzeit live auf Facebook, planen eine Familie. Ich habe nach einem halben Jahr einen Antrag bekommen, wir waren 5 Jahre zusammen. Ich habe das natürlich aus Liebe getan und weil ich mir auch vorstellen konnte, mit ihm alt zu werden. Wir waren ein Dreamteam, uns hat nichts auseinandergebracht. Wir waren stark wie kein anderer. Man geht ja keine Ehe ein, um sich zu trennen oder um zu wissen, ein Jahr später ist all das kaputt, was wir uns so viele Jahre aufgebaut haben. Aber man kann halt nicht in eine Kugel gucken, ne? Ich habe damit nicht gerechnet. 200 Kilometer weiter im Saarland. Hier lebt Joey seit der Trennung zur Untermiete bei seiner Musikproduzentin Charlotte. Hier versucht er sein Leben und seinen Trennungsschmerz in den Griff zu bekommen. Die Situation, so wie sie jetzt ist, ist einfach besser. Weil ich weiß, dass das, was wir gemacht haben, dass es das Richtige war. Es hört sich mega traurig an, aber ich habe so viel jetzt gelitten und so viel geweint und bin wirklich am Ende meiner Kräfte. Was machen wir jetzt mit der alten Wohnung eigentlich? Oder was macht ihr mit der alten Wohnung? Was muss erledigt werden? Was muss noch rüber? Also die Wohnung habe ich gekündigt und meine Sachen habe ich komplett rausgeholt, also meine ganzen Klamotten. Sie behaltet natürlich die ganzen Möbel. Ich will das ja auch so, dass sie die Möbel behaltet. Mhm. Ich fange einfach komplett neu an. Und weißt du, ich kann das nicht. Also wenn ich jetzt das Bett hier von uns habe, ne, da kann ich nicht drin schlafen. Da kommt mir alles hoch. Groß-Gerau in Hessen. Justine ist heute zum ersten Mal seit der Trennung wieder hier. 2 Jahre lang hat die gelernte Friseurin mit ihrem Joey hier zusammengelebt. Jetzt muss der Haushalt aufgelöst werden. Ja, also für mich ist das natürlich kein schönes Gefühl, weil ich weiß, ich gehe jetzt in mein altes Leben zurück und ich bin damit konfrontiert, das alles jetzt da oben alleine zu regeln. Ja, es tut weh auf jeden Fall. Es geht nicht spurlos an mir vorbei. Die Ehe hält nur 15 Monate. Beide ziehen aus der gemeinsamen Wohnung aus. Justine war seitdem nicht wieder hier, aus Angst vor ihren Gefühlen. Oh je, oh je, oh je. Willkommen zurück. Nein, ich will nicht weinen, ey. Ja. Ja, scheiße. Für die Trennung hat Justine noch keine Erklärung. Ja, das Erste, was mir natürlich in den Kopf schießt, ist, warum musste das passieren, ne? Ich meine, hätte man vielleicht doch dran arbeiten sollen, hätten wir irgendwas anderes machen sollen oder habe ich was falsch gemacht oder warum, ne? Ist das alles so gekommen, wie es gekommen ist? Und das ist natürlich nicht schön. Ich meine, das fühlt sich an, als wäre irgendjemand gestorben oder keine Ahnung. Das ist ein ganz komisches Gefühl einfach. Justine war Joeys Halt. Die ehemalige Miss Niedersachsen ist 4 Jahre älter, hat viel Erfahrung, im Gegensatz zu Joey. Ich bin dann da durchgegangen, habe die ganzen Bilder an den Wänden gesehen von uns beiden und dies und das. Ey, ich bin da zusammengebrochen. Ich habe wirklich gedacht, dass ich da drin sterbe in dieser Wohnung. Das war für mich so schlimm. Und als ich dann in das Ankleidezimmer gegangen bin mit ihren ganzen Klamotten, ich bin in den Schrank reingefallen, weil ich wollte einfach, ich hab an ihren Klamotten gerochen, wie so ein Psycho, weil ich einfach nicht wahrhaben wollte, was da gerade passiert. Einziger Trost für Joey, Dobermann-Hündin Jersey. Sie hatte er gemeinsam mit Justine angeschafft. Jersey, bist du jetzt bereit für deinen weitesten, allerweitesten Wurf? Mach Sitz. Achtung. Hol ihn, hopp. Im Moment sorgt Joey allein für das Tier. Das Sorgerecht für den Hund wird noch für Konflikte sorgen.
Jersey, ganz großes Thema. Dass Jersey immer einen tollen Platz haben wird. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht irgendwie ein kleines Häuschen zu holen mit einem großen Garten. Das wäre einfach tipptopp. Und das wäre auch für Jersey. Ich persönlich brauche keinen Garten. Ich würde mir auch keinen Garten holen, weil das ist nur wieder viel Arbeit. Aber ich will, wobei du das ja gut kannst. Ja, aber ich will trotzdem, dass es dem Hund gut geht, dass die viel Auslauf hat. Am besten auch, wenn es hier irgendwie nicht weit weg von dir ist. Ich muss für Jersey da sein. Deswegen muss ich stark bleiben. Was bringt es Jersey ein Leben ohne Papa? Das geht nicht. Ist ja alles noch gar kein richtiger Abschluss, aber mein Schritt jetzt erstmal ist, dass ich mich mit Joey nochmal an den Tisch setzen werde, weil wir das mit Jersey auf jeden Fall regeln müssen. Ortswechsel. Zurück im Saarland bei Popstar Joey Heindle. Im Wohnzimmer seiner Produzentin Charlotte spielt er sich den Liebeskummer von der Seele. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich fühle mich wie so eine Ersatzmutter. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ihn an der Hand nehmen und muss ihm viel sagen, viel zeigen von der Welt. Ich bin mal früher ausgebildet als Lehrerin gewesen. Ich habe Pädagogik studiert und habe das Gefühl, ich kann dem Joey viel da weitergeben. Sag mal, das finde ich ja jetzt unheimlich erstaunlich, dass du das jetzt gespielt hast. Ne? Ach so, ja. War ja ein reines Hochzeitslied doch eigentlich. Eigentlich war es ein reines Hochzeitslied, was wir auch produziert haben. Genau. Und bei den Veranstaltungen die Woche hast du gesagt, ich mag es nicht live singen, was ich auch unheimlich verstehen kann. Ne? Ja, nee, weil, keine Ahnung, man versucht natürlich alles irgendwie zu verarbeiten und das ist halt auch alles gar nicht einfach. Man denkt auch an diese ganze schöne Zeit dann, auch an die ganzen 5 Jahre, ne? Das schmeißt man ja nicht einfach weg oder so, ne? Nee. Das ist trotzdem im Kopf drin und dann kommen manchmal so Gedanken und ich dachte, gut, ich probiere es jetzt einfach mal aus und spiel's, weil ich einfach gucken wollte, wie ich reagiere, ob ich jetzt weine oder sonst was. Es sind so getrennte Gefühle irgendwie. Also ich find's, ich find's nach wie vor noch immer noch so wirklich so traurig, aber so ist das Leben, ne? Das ist ja ein wunderschönes Lied. Das ist super, ein richtig schönes Lied. Ja, das Lied ist super, also keine Ahnung. In Charlottes Keller wohnt Joey in einem kleinen Zimmer. Ich glaube, man gewöhnt sich irgendwie alles im Leben, weißt du? An alles. Also es gibt immer irgendwie Situationen, wo man dann traurig ist, aber also und alleine dann im Bett ist und dann sich denkt, boah, ist ja alles blöd. Ja. Und dann gibt es wieder Situationen, wo du dann vielleicht doch irgendwie das alles schaffst. Justine sitzt völlig fertig in ihrer alten Wohnung in Groß-Gerau. Hier erinnert alles an ihre große Liebe, Joey, und die glückliche Zeit mit ihm und Hündin Jersey. Wer soll den Hund bekommen? Eine schwere Entscheidung. Vorher bin ich davor weggelaufen, weil ich zu feige war, hierhin zurückzukommen. Weil ich selber wusste, dass das einfach ein emotionales Scheißthema ist. Und dann sitzt du hier und siehst das alles. Und ja, deswegen bin ich auch so fertig. Und weil, klar, es ist endgültig, meine Entscheidung steht fest. Da gibt es einfach kein Zurück mehr, ne? Ja, mit Jersey war natürlich ein großes Thema noch bei uns beiden. Deswegen wäre es auch schön gewesen, wenn er sich noch mal mit mir zusammen an den Tisch gesetzt hätte. Und auch mit mir zusammen das geklärt hätte und wir einen Kompromiss gefunden hätten. Aber seine Aussage ist, es würde ihn umbringen und töten, wenn Jersey jetzt auch nicht mehr bei ihm wäre. Aber das bricht mir mein Herz. Joey wollte heute eigentlich beim Kistenschleppen helfen, ist aber nicht erschienen. Es ist schon viel. Also ich schaffe das auf gar keinen Fall alleine, weil ich wüsste noch nicht mal, ohne einen Stromschlag zu kriegen, wie ich die Lampen hier abmontiere. Und ich bin echt wütend, kaputt, enttäuscht. Aber eins weiß ich, und davon bin ich fest überzeugt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Vor Justine liegt eine schwere Zeit. Und jetzt beim Ausräumen braucht sie auch dringend Hilfe. Oh Mann, also ich muss ganz ehrlich sagen, also heute habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich bin echt, also kraftlos. Jetzt will ich mich einfach nur noch ausruhen und ein bisschen abschalten.
dann hoffe ich, dass meine Familie kommt und dass sie mich hierbei unterstützen. Vor Justine liegt eine ungewisse Zukunft. Joy Heindle startete mit 19 seine Karriere als Sänger. Justine, seine Traumfrau, fand er damals auch. Der Ruhm kommt, die Liebe ist zerbrochen. In einem Hotel auf Mallorca sucht Justine Klarheit. Sie will ein neues Leben beginnen. Hallo, kommt rein. In meinen kleinen, aber feinen Chaotenzimmer. Ja, hier lebe ich jetzt. Ist jetzt nicht das Beste, aber so ist es gut. Also ich fühle mich wohl. Also für mich ist Mallorca auf jeden Fall der Ort, wo ich das alles ein bisschen besser verarbeiten kann. Was waren die Gründe für die Trennung? Hat Joys Popstar-Ruhm die Liebe zerstört? Scheiße. Oh Gott. Geld spielt da eine große Rolle. Dadurch hat sich einiges verändert. Es ist, als wir nichts hatten und gemeinsam gekämpft haben, waren wir auch gemeinsam stark. Und als es dann losging mit Fernseh und ein paar Aufträge und die Kasse geklingelt hat, da hat sich irgendwas verändert. Den endgültigen Schlussstrich zieht dann Justine. Das mit der Eifersucht war natürlich auch ein großes Thema. Ich habe nie was getan in irgendeine Richtung, wo er einen Grund gehabt hätte, so eifersüchtig zu sein, aber das war auf jeden Fall heftig. Und irgendwie fing es bei mir auch zum Schluss an. Irgendwie hat das Vertrauen ist einfach aus weiß für einen Grund auch immer kaputt gegangen bei uns beiden. Eifersucht, Ruhm, Geld. Eine gefährliche Mischung für jede Liebe. Im saarländischen Merzig versucht Joy einen Neustart. Er sucht Halt bei seinem väterlichen Freund Herbert. Der Heindl ist da. Ja, schau mal, wer da ist. Ja, schau mal, wer da ist. Mach hopp, hopp. Ja, fein. Hallöchen. Hey, und der Racker kommt hier nach. Hopp die Ehre. Hopp die Ehre, mein Freund. Oh, mein Vogelchen. Oh. Hallo, hallo. Der Herbert ist für mich mein allerbester Freund. Ich kenne ihn jetzt schon seit 5 Jahren. Und ja, wir haben schon auch echt viele coole Zeiten gehabt, auch mit Justine zusammen, sind mit dem Boot nach Frankreich gefahren, haben eine richtig tolle Zeit erlebt. Und der ist für mich so wie Papa und bester Freund in einem irgendwie. Habt die Jersey mitgebracht? Hast du mitgebracht? Oh, da hat der Kleine was zu spielen, Bubelchen. Ja, ich weiß. Oh, der freut sich. Wie geht's dir? Gut, und mit dir? Ja, ist noch hart, aber muss gehen. Liebeskummer ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Und einfach nur zuhören muss ihm. Zuhören, zuhören, zuhören. Er braucht jemanden, der in seiner Nähe halt eben ist, wo er sich anlehnen kann. Ich brauche wieder Seeluft. Brauchst wieder Seeluft und brauchst eine Ruhe, Bubli. Man muss tanken. So, mein Schatz. Setzen wir uns oben hin. Guck mal, geh mal einen Kaffee trinken, Bubli. Ja. So, das ist mein Reich. Hier bin ich, wenn ich jetzt nicht bei Charlotte bin, einfach mal irgendwie einen klaren Kopf kriege. Hier auf dem Boot kriege ich wirklich den klarsten Kopf. Hier kann ich meine Songs schreiben und alles Mögliche. Hier zum Beispiel ist jetzt mein Schlafzimmer. Hier schlafe ich in einem Bett. Hier habe ich so, hier können meine Klamotten rein, alles Mögliche. Hier habe ich auch einen Fernseher. Schlafe drin. Jersey schläft hier bei mir dann auf dem Bett. Es gibt nichts Schöneres. Joey ist ein Scheidungskind, hat keinen Kontakt zu seinem Vater. Umso wichtiger ist Freund Herbert. Setz dich, Bubli, erzähl mir, was abgegangen ist die letzten 2 Tage. Viel zu viel Sorgen, viel zu viel hier, viel zu viel da. Welche Sorgen? Ja, was heißt für Sorgen? Ich träume nachts irgendwie total Schrott in letzter Zeit. Hab ganz schlimme Albträume. Naja, wach in der Nacht auf, Schweiß gebadet. Bubli, du hast doch die Trennung. Das bleibt in den Kleidern stecken. Ja. Es ist doch die große Liebe gewesen, Bubli, aber wie viele Paare haben sich getrennt und nach 10, 15 Jahren hat es dann wieder hingehauen? Also, das muss ja nicht endgültig sein, Bubli. 10, 15 Jahre? Ja, gut, oder früher. Bin ich eine alte Socke, was will ich denn mit so einem alten Radiergummi? Ja, was will ich? Justine ist vor 2 Wochen aus der gemeinsamen Wohnung nach Mallorca geflüchtet. Sie trifft gleich ihre Eltern, die sie seit der Trennung von Joey nicht gesehen hat.
Also ich bin auf jeden Fall mega erleichtert, dass sie jetzt da sind und dass ich erstmal mit denen sprechen kann. Aber gleichzeitig bin ich auch total aufgeregt und nervös und ich weiß überhaupt nicht, wie die jetzt mir gegenüber reagieren und was ich mir gleich alles anhören muss und wie die das Ganze sehen. Klar haben wir telefoniert, aber wir haben noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Ja, hi. Oh, ich kann heulen. Oh, mein Schatz. Oh. Es tut mir so leid. Ach komm. Der Satansbraten ist wieder am Start. Ja, ich muss abnehmen, damit ich richtig knutschen kann hier. Also ja. Unternehmer und Stiefvater Jürgen und Mutter Jacqueline betreiben eine Friseursalonkette. Sie sind gespannt, was ihre Tochter jetzt vorhat. Was ist passiert? Ich bin einen Schritt jetzt gegangen. Ich habe gesagt, ich bleib hier, weil anders funktioniert es nicht mehr. Und ihr wisst auch, für mich ist keine Option, zurück nach Osnabrück zu kommen. Oder in Köln brauche ich auch nicht bleiben, ohne Joey. Oder auch nicht in Groß-Gerau. Also zunächst mal, wo ist Joey denn überhaupt? Der ist jetzt in Bei Herbert ist der. Okay. Der ist da, wo er immer ist. Ja. Also ist Joey ja schon mal nicht alleine. Nee. So, der ist auf dem Boot und bleibt. Das war ja auch ein bisschen euer Stress, was ich mitbekommen habe. Der möchte zukünftig auf dem Boot leben. Hm? Ja. Er möchte auf dem Boot leben und er hat halt. Das hat sich halt alles so extrem verändert in den letzten anderthalb Jahren. Ja, keine Ahnung. Eigentlich schade, genau jetzt, wo ihr angekommen seid. Ne? So, das war ja immer so, wir haben immer gesagt, okay, wir investieren, das ist auch unsere Enttäuschung eigentlich. Also alles kann auseinandergehen, aber wir haben immer gesagt, wir investieren in die Zukunft, das haben wir getan. Und jetzt steht eure Zukunft, jetzt seid ihr endlich am Ziel eigentlich und alles könnte so toll sein. Und jetzt klappt es mit der Liebe nicht mehr. Das ist natürlich schade, aber so what, das ist so. Wichtig ist, dass ihr beide glücklich werdet und da muss ein Cut her und dann ist das so. Ihre Eltern haben Justine immer finanziell unterstützt, auch während der Ehe. Ist jetzt Schluss damit? Was ist denn dein Plan? Ja, also mein Plan ist hier zu leben. Ja, so aber, wie ich schon mal gemacht habe. Aber es gibt ja immer nur Saisonarbeit im Winter. Ja, nee, im Winter ist es ja jetzt anders. Ich bin ja jetzt nicht in Calaradiada, sondern in Palma. Und in Palma ist Dauerbetrieb das ganze Jahr durch. Also hier gibt es keine Winterpause. Okay, wichtig ist einfach nur in die Hände spucken und durch. Was willst du machen? Hm? Ja, nichts. Und wenn es nicht geht, dann kommst du nach Osnabrück. Die Türen stehen offen. Ja, es tut schon alles weh. Man sieht sie natürlich auch leiden. Und man sieht sie auch innerlich kämpfen. Wir kennen sie ja ganz gut. Aber natürlich, sie hat ein Ziel. Und dieses Ziel wird sie jetzt verfolgen. Dafür kennen wir sie auch. Und wir schauen uns jetzt die nächsten Steps an. Ich bin auf jeden Fall um einiges noch mal stärker jetzt, weil ich weiß, dass die hinter mir stehen. Ich meine, was soll man mehr sagen? Es regnet und die Sonne scheint gleichzeitig. Genauso geht es meinem Herz gerade auch. Jetzt muss Justine zeigen, dass sie hier auf Mallorca auf eigenen Beinen stehen kann. Popsänger Joey Heindle wird durch Deutschland sucht den Superstar berühmt. Seine Fans erleben auch die schmerzhafte Trennung von Ehefrau Justine mit. Die Situation, so wie sie jetzt ist, ist einfach besser. Weil ich weiß, dass das, was wir gemacht haben, dass es das Richtige war. Auf Mallorca versucht Joeys Ex-Frau Justine einen Neustart. Joey greift in Deutschland wieder an. Der Ex-Dschungelkönig und seine Musikproduzentin Charlotte und Dobermann-Hündin Jersey sind heute im Tonstudio. Wisst ihr, wo der Napf ist? Du gerade hier rechts um die Ecke, wie immer. Ah, Charlotte. Alles klar. Ich danke dir. Guck mal. Frisch, frisch. Ja, komm mit. Ja, komm. Fein. Komm. Ich sag mal, wenn Jersey von mir wegkommen würde, dann gibt's kein Joey mehr. Tut mir leid. Dann könnt ihr mir gerade mal ein paar Blumen ans Grab legen. Und das meine ich wirklich so. Weil ohne diesen Hund gehe ich kaputt. Jersey gehört beiden gemeinsam. Doch das Sorgerecht ist noch nicht endgültig geklärt. Du bist immer beim Papa, ne, im Studio, ne? Du singst auch immer. Die Jersey singt immer den Chor. Stellst dir ein, ne? Ich bin hier, yo. So, stell mal erstmal alles ein. Wir arbeiten mit Joey seit 2 Jahren zusammen.
Und ich muss sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Er kam die Tür rein, hat den Mund aufgemacht und ich war weg. Weil als Musiker achtet man auf die Stimme und er hat eine unheimlich schöne Stimme. Er kann Balladen singen, traumhaft. Ziel ist einfach, in die Charts reinzukommen und ich denke, das erreichen wir auch mit ihm. Okay, ja. Kommt. Kein Weg zu weit für den Moment. Nichts ist unmöglich, nichts was uns trennt. Die Zeit ist kostbar, wir frieren sie ein. Auf den Schultern der Nacht, das was uns ausmacht, Courage. Okay, Joey. Ich glaube, wir haben genug. Es waren so ein paar Stellen dabei jetzt, aber die können wir austauschen mit der Spur von vorab. Ne? Okay, alles klar. Also hier produzieren wir meine ganzen Songs, also wirklich alles. Hier ist, sind ganz viele Lieder von mir produziert worden. Herzen können fliegen irgendwo, will, dass du lebst. Jetzt das neue Lied Courage. Also wir geben richtig Vollgas und die Lieder kommen super an und das ist einfach auch ganz toll. Also dass wir einfach einen guten Job machen. Auf Mallorca versucht Joey Heindles Ex Justine ein neues Leben zu beginnen. Die beiden schienen unzertrennlich, hatten viele Zukunftspläne. Waren sie einfach zu jung? Ja, eigentlich war es unser gemeinsames Ziel, hier auszuwandern und diesen Schritt zu gehen. Justine will sich nach dem Eheaus ein neues Zuhause schaffen. Noch wohnt die 29-Jährige im Hotel, verdient sich Geld mit Kellnern dazu. Ich war 5 Jahre jetzt in einer Partnerschaft und dieses Alleinesein kenne ich gar nicht mehr. Aber ja, da muss ich ja jetzt leider wohl oder übel durch. Und komisch ist es auf jeden Fall. Aber für mich ist das, gehört das zum Neuanfang dazu. Grüß dich. Hast du es gefunden? Ja, sehr schön. Hallo, grüß dich. Hi, Markus. Hi, wir sagen du, ne? Ah, bestens, super. Sehr gut, hi. Warst du vorher schon mal in Santa Ponsa? Nee, ich habe mal ein Jahr auf Cala Ratllada gelebt, also so die Richtung Palma und das hier generell, alles neu. Dann zeige ich dir mal ein bisschen was und dann gehen wir vielleicht gleich mal in die Wohnung. Machen wir. Also wir sind hier in einer Wohnanlage oben auf der Ensermada, das ist sozusagen der Hausberg. Justine will eine Wohngemeinschaft gründen. Ist diese Nobelanlage dafür das Richtige? Also die Wohnung ist zum Verkauf und zur Miete, falls du dich später dazu entscheiden solltest, sowas auch zu kaufen. Ja. Die Miete ist 1.800 Euro im Monat. Okay. Nicht okay. Denn das ist eigentlich zu viel für die gelernte Friseurin. Und so eine Bleibe muss man sich erst mal leisten können. Du hast halt einen fantastischen Blick über die ganze, ist das schön. Ganze Region Santa Ponsa. Drüben ist Pagera, falls dir das was ja, sagt. Ja, sag mir was. Es ist ein Traum. Es ist wirklich, also, wenn ich so morgens wach werde, habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Wird Justine sich eines Tages so eine Wohnung leisten können? Das ist das Bad en Suite. Du hast 2 Bäder. Ach, wie schön. Wir haben eine Infrarotheizung. Das ist natürlich echt wunderschön hier. Würdest du denn gerne mit oder ohne Möbel mieten wollen? Ja, das ist so ein bisschen die Problematik. Ich habe halt viele Möbel noch in Deutschland stehen, die ich natürlich, also die habe ich, wir haben uns alle neu angeschafft. Ja. Wo ich natürlich schon dran hänge auch. Also ich sehe der Zukunft positiv entgegen, weil ich sage immer so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und klar ist das jetzt ein großer Schritt und auch was das Finanzielle angeht und alles. Aber den hat man überall. In Deutschland wäre das jetzt auch so. Da müsste ich auch alles komplett von vorne machen und müsste umziehen und die Möbel rüber und alles wieder von vorne beginnen. Und ich stehe dahinter und ich reiß mir dafür meinen Hintern auf und werde dafür sorgen, dass das alles klappt und ich meinen Traum leben kann. Die 29-Jährige hat viele Pläne, aber wenig Geld. Reicht das für die teure Insel? Das ist einmalig, wirklich. Weißt du, diese Kombination zwischen Berge und Wasser, das gibt mir irgendwie so eine innerliche Ruhe. Also, ich verstehe das gut. Ich kann atmen, so habe ich das Gefühl. Also sieht zwar so aus, als geht's mir jetzt blendend und so, aber natürlich ist das alles ein harter Schritt gewesen. Und, aber das ist hier so der Ort, ich, da kann man positiv denken über all das, obwohl es negativ ist, aber man kommt nicht so in diese
Enge. Also so fühle ich mich hier einfach. Das ist richtig gut. Noch immer müssen ihre Eltern die gelernte Friseurin finanziell unterstützen. Sehr schön. Du hast einen schönen Lagunenpool. Ja, das ist natürlich ein Traum. Was sagst du? Ja, es ist. So, jetzt habe ich das nächste Mal berührt. Schön, ein Traum. Der nächste Schritt ist jetzt, wirklich was zu finden, was passt und wo ich relativ schnell ein Dach über den Kopf habe. Und dann geht's ab nach Deutschland und dann werden da die letzten Sachen geregelt. Und dann würde ich sagen, welcome to Mallorca. Dresden. Justines Ex Joey Heindle hat heute hier einen Auftritt. Zum ersten Mal seit der schmerzhaften Trennung von seiner Frau soll der Sänger wieder auf die Bühne. Ich bin schon aufgeregt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist trotzdem immer noch so, dass man immer noch wieder so Gedanken hat, so okay, scheiße, was da alles irgendwie passiert ist. Kommen dann manchmal so Gedanken hoch, aber da ist gerade das jetzt, dass ich halt irgendwie hier bin, ist das für mich eine super Ablenkung. Es kommen mehrere hundert Zuschauer. Sie alle wollen den sorglosen Dschungelkönig Joey. Kann der 25-Jährige seinen Fans das liefern, was sie hören wollen? Die Anspannung steigt. Sein väterlicher Freund Herbert muss ihm Mut zusprechen. Hi, Bubeli. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Ich bereite mich jetzt auf den Auftritt vor. Also ich gehe mental in meine Gedanken. Und ich glaube, es wird ganz gut. Du hast dich gut vorbereitet. Du rockst das Ding, du rockst ja immer die Dinge. Und gehst jetzt mit deinem Herzschmerz in Musik. Leg alles, was du an Herzschmerz hast, leg das in die Musik. Mach ich auch. Dann kommst du gut drüber. Definitiv. Ich werde alles rüberbringen und es wird gut klingen. Und du bist ein Profi, das weißt du. Und ich bin ein Profi, genau. Joey singt sich seinen ganzen Schmerz von der Seele, will einen Schlussstrich ziehen, um neu anzufangen. Und deswegen, ich muss damit abschließen. Und ich weiß, dass es von meinem Herzen die richtige Entscheidung ist. Ich werde immer für ihn da sein, das ist komplett außer Frage. Wenn sie einen Rat braucht oder egal was, ich bin immer für sie da. Ich wünsche ihnen das Beste vom ganzen Herzen. Ich will, dass er der erfolgreichste Musiker wird und ein glückliches Leben hat. Ja. Trennung bedeutet immer auch eine neue Chance. Die haben beide jetzt erkannt. Auch der Streit um den Hund ist abgeschlossen. Jersey bleibt bei Joey.